Nur noch 3 Tage bis Operation Himmelsfeuer, dem Live-Event und dem Finale dieser Season, aber trotzdem schauen wir uns in dieser Woche die finale Wild der Woche an. Und noch einige Neuigkeiten bezüglich neuen Map-Änderungen. Und noch vor allem einem Event-Spoiler. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, später nochmal im Video. Erstmal geht es wieder um den Item-Shop. Ich mache das ja an jedem Tag, damit ich einmal natürlich mehr oder weniger Promo für meinen Creator-Code machen kann. Aber Freunde, falls ihr es noch nicht getan habt, dann tragt doch jetzt am besten meinen Creator-Code LightSky10 ein. Würde auch tatsächlich mich unterstützen, wenn ihr den nächsten Battle Pass von Season 8 kaufen würdet, wenn ihr halt meinen Creator-Code einträgt hier im Item-Shop. Vor allem fliegt dieser Code alle 14 Tage raus, weshalb ihr nach 2 Wochen wieder neu eintragen müsst, wenn ihr halt mich unterstützen möchtet. Dankeschön für den Support, aber im Item-Shop haben wir aktuell nur das Straßenschatten-Paket, was man aktuell für V-Bucks kaufen muss tatsächlich, weil vor einigen Monaten konnte man das einfach über eine Website kostenlos bekommen, das habe ich zum Beispiel getan, und ansonsten sind hier die meisten Marvel-Sachen, also Pakete, noch im Item-Shop. Vor allem Aufstieg der Schatten, genau dieses Paket hier, ist übelst günstig geworden und kostet ab jetzt nur noch oder für eine kurze Zeit 9,91 €. Also schnappt es euch jetzt für 3 Skins, 3 Backblings und eine Lackierung. Für 9,91 € ist das schon sehr, sehr, sehr nice. Als allererstes ein Event-Spoiler, denn Epic Games hat begonnen, wieder Rocky Ridge, der Modus, wo das Spiel nach einem Event offline ist, vorzubereiten für das kommende Event. Das bedeutet, oder das bestätigt zu 99 oder zu 100%, dass wir eine Downtime nach Operation Himmelsfeuer bekommen werden, was aber, denke ich mal, schon klar war. Das heißt, wenn das Event am Sonntag um 22 Uhr beginnt, wird nach dem Event Fortnite komplett down sein. Man wird das Spiel nicht spielen können und Epic Games bereitet quasi diese Phase von diesem Spiel oder von dem Spiel vor, wo die Server komplett offline sind, wo man Fortnite nicht spielen kann. Zum Beispiel testen die halt, wie lange das geht, eine Stunde, 3 Stunden oder 8 Stunden. Müssen wir mal schauen, aber das bestätigt das Ganze nochmal. Ihr habt es, denke ich, mal mitbekommen, aber heute um 16 Uhr ist die finale wilde Woche von dieser Season gestartet. Das ist die letzte, denn am Sonntag endet auch die Season. Alle Änderungen von der letzten wilden Woche sollten logischerweise, was heißt sollten, ist, denke ich mal, klar, aber alle Änderungen von der letzten wilden Woche sind jetzt weg, wurden entfernt, aber für diese wilde Woche sind jetzt Waren, Dienstleistungen und die Preise der Verkaufsautomaten sehr günstig geworden. Also Waren in dem Sinne, zum Beispiel exotische Waffen, sind jetzt um 50% günstiger. Dienstleistungen zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel einen Riss bei einem Charakter aktivieren möchte, ist das günstiger. Und die Preise halt bei den Verkaufsautomaten, wenn man Munition oder Waffen kaufen möchte, ist auch wieder mal günstig geworden. Passend dazu ist eine neue Auftragsreihe erschienen, wo ihr halt, um EP zu verdienen kurz vor der Season, Goldbarren ausgeben müsst. Und dazu gibt es halt mehrere Phasen. Müsst ihr sogar mit der Gruppe machen, weil ihr am Ende bei der dritten Phase 50.000 Goldbarren ausgeben müsst. Also sehr schwer, keine Ahnung, was sich Epic Games dabei gedacht hat, und logischerweise werden die Goldbarren, die ihr in dieser Season gesammelt habt, am Anfang der nächsten Season direkt auf 0 resettet oder zurückgesetzt. Jetzt kommen wir zu den angesprochenen Map-Änderungen. Epic Games hat diese Objekte, die ich jetzt euch jetzt mal einblenden werde, letzte Woche hinzugefügt mit dem letzten großen Update Version 17.5.0, und jedes Mal, wenn diese Objekte von Spielern zerstört werden, zählt das der Server von Epic Games. Es wurde bisher über 2 Millionen Mal oder 2,410 oder 2.419.723 Mal zerstört und steigt, also diese Zahl steigt in jeder Minute. Aktuell weiß man gar nicht, wofür überhaupt das gedacht ist, aber man glaubt, dass es halt, oder Hypex behauptet ist, dass sie das entweder zum Test des kommenden Events oder für Season 8 benutzen. Aktuell, wie gesagt, wir wissen den Grund nicht, aber ich blende euch mal die Minimap ein, wo man diese Objekte finden kann, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Auch mit dem letzten großen Update habe ich verpasst, dass auf der Insel neue Reklametafeln aufgetaucht sind. Keine Ahnung, was die bedeuten sollen. Zum Beispiel habe ich in der Nähe von Hydro 16 beim Staudamm 1 gefunden oder zum Beispiel bei der grünen Stahlbrücke in der Nähe von Corny Complex. Also wir sehen einfach nur eine Werbung für eine neue Marke, für ein neues Produkt auf der Insel, sondern scheint ein Einhorn-Cornflakes-Produkt sein, also was Regenbogen-ähnliches oder Regenbogenfarben hat. Vielleicht wird es einen neuen Ort dazu in Season 8 geben, vielleicht haben die das nur als Easter Egg reingebracht, was halt so eine Referenz an vielleicht ein Spiel, an ein anderes Franchise ist. Keine Ahnung, aber wollte ich nochmal kurz erwähnen, während wir hier über Map-Änderungen sprechen. Hypex hat auch eine neue oder eine unveröffentlichte Spitzhacke geleakt.
von einem unveröffentlichten männlichen Skin mit dem Codenamen Wolf Hunter oder Revenger. Also sowas wie Wolfjäger oder Rachenehmer oder Revenger. Ich denke mal, man kann das so lassen. Ja, die Spitzhacke erinnert mich an die Drachenklinge aus dem Season 8 Battle Pass von Kapitel 1, von dem hybriden Skin war das, glaube ich. Mehr dazu kann ich nicht sagen. Und einige Neuigkeiten bezüglich dem Kreativmodus 2.0, was den Projektnamen Valkyrie oder Valkyrie trägt. Und es scheint, als wäre es jetzt bestätigt, dass es Blaupausen, also Blueprints geben wird, was Visual Scripting ist, das wirklich viel ermöglicht, beim Start oder zumindest zu einem Zeitpunkt unterstützt. Also man kann anscheinend Blaupausen, wenn Kreativmodus 2.0 erscheint, bei einem bestimmten, beim Start oder bei einem bestimmten Zeitpunkt unterstützen oder quasi benutzen. Hier ist zum Beispiel eine Mod von Hypex, die Epic für Creative oder für den Kreativmodus getestet hat und die ihre Llama, Logik verwendet. Ich denke mal, damit sind die Grafiken gemeint. Und Hypex wird aus natürlich aus Respekt oder aus privaten Gründen und uns den Code dazu nicht zeigen. Noch einige Tweets oder Neuigkeiten von Candy Wing, die sich in den letzten Tagen mit Donald Mustard getroffen hat und ihm viele Fragen gestellt hat. Zum Beispiel eine der vielen Fragen war, wir wissen alle, dass du jetzt Master Chief, Halo oder Kratos, natürlich Master Chief kommt von Halo Kratos, hast jetzt im Spiel, aber was fehlt, ist halt Nintendo. Welcher Charakter wird ins Spiel kommen? Und dabei hat er erwähnt, zwischen wem würdest du dich entscheiden, Link oder Samus Aran? Und Donald Mustard hat gelacht und konnte sich nicht entscheiden. Also wir könnten, denke ich mal, eines dieser zwei Charaktere erwarten, also Link oder Samus. Oder Candy Wing hat zum Beispiel gefragt, wann kommt Travis Scott zurück? Und Donald Mustard hat geantwortet, also erstmal hat er gelacht, er hat gesagt, das ist großartig. Marshmello und Travis Scott sind wirklich Künstler, die ich sehr gerne habe oder sehr mag. Aber Travis hat alleine 2 Jahre gebraucht, um mit uns ein Fortnite-Event zu machen. Deswegen denke ich mal, wird es auch wieder einige Monate und Jahre dauern, bis überhaupt Travis Scott wieder den Deal mit Fortnite eingeht und dass er überhaupt wieder im Itemshop erscheint, wird auch, denke ich mal, noch dauern. Die dritte Frage war, okay Donald, wir haben jetzt Beast Boy oder Raven, aber wo ist der Rest von den Teen Titans, wie zum Beispiel Robin bitte? Und Donald Mustard hat geantwortet und sagte, er möchte nicht Charaktere in dem falschen Zeitpunkt rausbringen, wo das halt nicht zu der, wo das halt nicht zur Ordnung passt oder nicht zur richtigen Reihenfolge. Zum Beispiel hat er zuerst Raven veröffentlicht, weil es zum Season 6 Battle Pass zum Thema passte, wegen den ganzen vermischten Realitäten. Danach kam zum Beispiel Beast Boy, weil halt Raven Beast Boy auf die Insel als Hilfe geholt hat. Und das möchte er auch bei der nächsten Kooperation und Teen Titans Charakteren machen. Gestern schon erwähnt, aber er hat auch gefragt, ob wir jemals Spider-Man Skin oder eine Spider-Man Kooperation in Fortnite bekommen werden. Und er hat gar nicht drauf geantwortet und nur aus seinem Getränk getrunken. Ich denke mal, das ist so ein kleiner Teaser, weil Donald Mustard halt nicht viel, zu viel sagen möchte. Vor allem zu einer Person, die gar nicht bei Epic Games arbeitet. Noch eine kleine süße und Fun-Frage. Er hat zum Beispiel gefragt, Donald, was hat dich motiviert, Videospiele zu erstellen? Denn er arbeitet ja bei Epic Games, sein einziges Spiel, was er hergestellt hat, ist ja nicht nur Fortnite. Und er hat gesagt, ich habe als Kind es geliebt, Final Fantasy VII zu spielen. Und das hat mich eben gepusht oder dazu geführt, dass ich eben Videospiele selber herstelle. Auch nochmal eine Fun-Frage, jetzt nicht bezüglich Fortnite, aber bei welchem Spiel hattest du Spaß mit dem Team das zu erschaffen oder das herzustellen? Und Donald sagte einfach, Shadow Complex war wirklich eine schöne Reise und war halt mit Hilfe von Microsoft möglich oder Microsoft hat uns dabei geholfen. Und das ist die finale Frage, Donald. Fortnite ist in Season X komplett explodiert mit dem schwarzen Loch und so viele Spieler oder er selber haben jetzt gewartet und sich gefragt, was wird als nächstes passieren, sorry. Und er hat zum Beispiel gefragt, was habt ihr getan oder was habt ihr euch gedacht, dass während dem schwarzen Loch, was habt ihr getan? Weil die haben ja, wie wir wissen, die haben ja schon mal geplant, das schwarze Loch einen Monat lang zu machen. Aber später, oder Donald Mustard hat gesagt, ja, es war so lustig, als wir mit dem schwarzen Loch Battle Royale und Rette die Welt ausgeschaltet oder deaktiviert haben.
Wir haben alle eine große Pause eingenommen zu Kapitel 2, weil halt Kapitel 1 abgeschlossen war quasi. Und Kapitel 2 war in dem schwarzen Loch-Moment schon fertig. Also Donald konnte einfach jetzt sagen, ja okay, Kapitel 2 jetzt raus. Dann könnte vielleicht nachts, 2 Stunden nach dem Event Kapitel 2 schon rauskommen. Aber die haben sich einfach gedacht, ja, machen wir mal was Lustiges, lass mal einen Monat das schwarze Loch machen. Aber als sie dann gemerkt haben, dass das ganze Internet explodiert, wo sogar Pornhub und wo sogar Elon Musk darauf geantwortet haben, haben sie sich gedacht, okay, die haben jetzt lange genug gewartet, nach 2 Tagen starten wir jetzt die Server und Kapitel 2. Bis zum nächsten Mal, Freunde, schaltet am Samstag um ca. 20.30 Uhr. Bei der Premiere ein, denn dort erwartet euch ein Story-Video. Das wird mega nice. Ich habe auch einige Fortschritte gemacht, deswegen könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zum kommenden Event zu verpassen am Sonntag um 22 Uhr und vor allem zu der neuen Season. Bis zum nächsten Mal. Allen noch einen wunderbaren Donnerstag und ciao.